Hallo liebe Handpuppenspielfreunde, heute habe ich für euch einen kleinen Basteltipp bzw. einen kleinen Nähtipp, nämlich einen Aufbewahrungsbeutel für eure Handpuppe, für eure große Handpuppe in diesem Fall. Was ihr dafür braucht, ist eine Nähmaschine, einmal ein Stück Stoff, am besten Nessel, leichte Qualität oder mittelschwere Qualität. In der Größe 90 x 80 cm passendes Nähgarn, ein Bleistift, ein Maßband und eine Schere. Und eine Baumwollkordel von 1,50 m. Das sollte reichen. 1,40 m reicht auch, aber 1,50 m ist besser. Und wie das Ganze zu schneidern ist, das erkläre ich euch jetzt einmal im Detail. Als erstes nehmen wir uns unseren Stoff und zeichnen einmal die Breite. Also der Beutel soll nachher ungefähr 40 cm breit werden. Mit Nahtzugabe kommen wir jetzt insgesamt auf 90 cm. Zeichnen wir mir am besten mehrmals an, damit ich dann nachher eine gerade Linie habe. Wir können den Stoff natürlich auch reißen. Ich persönlich mag das lieber, weil es dann nachher eine saubere Kante gibt. Bis jetzt auch keine Probleme damit gehabt. So, dann haben wir die Breite von 80. Ihr seht das jetzt leider nicht mehr auf dem Bild. Ist aber auch nicht schlimm. Ihr könnt mir ruhig vertrauen, dass ich das richtig mache. Und dann sucht ihr ungefähr in die Hälfte, nehmt euch euren Bleistift, die Hälfte von 80 ist nach einer Prise 40. So, aber da es nicht genau die Hälfte ist, weil nachher kommt ja oben hier der Kordelzug rein, nehmen wir mal noch die 5 cm dazu, die oben fehlen. Und dann sind wir dann bei, wenn hier der Boden ist, für die ganz faulen 35 cm. So, und dann lasst ihr hier ungefähr 1 cm lasst ihr hier noch frei, damit dann der Rest von der Baumwollkordel hier noch eingeführt werden kann. Dann könnt ihr nämlich euch diesen Aufbewahrungssack, könnt ihr euch dann umhängen um die Schulter. Praktische Sache und ja, ich bin davon begeistert. Ich habe bisher eigentlich immer eine viel zu lange Kordel gemacht. Ich habe über 2 Meter Kordel genommen und die ging dann bis hier runter, aber ja, das ist ein bisschen suboptimal, weil der Beutel dann noch relativ tief hängt. Gut, dann machen wir uns einmal ans Nähen. Dran an den Anfängen und an den Enden des Fadens einmal vor und zurück zu gehen, damit die Naht auch wirklich fest ist. Besonders wichtig hier bei diesem Kordelzug. So, ich habe den Beutel jetzt mal zusammengelegt bzw. die Stoffe aufeinander gelegt, und zwar ist es jetzt so, dass der Beutel genau verkehrt herum ist. Das Innenleben ist jetzt außen. Hier ist dieser Tunnelzug, den wir gerade genäht haben. Hier ist die Innennaht. Und wir fangen jetzt an, das an der Seite einmal zuzuschneidern. Achtet darauf, dass er oben nicht den Tunnelzug festnäht, beziehungsweise dass die Kordel nicht mit festnäht. Fangt am besten ein bisschen weiter unten an. Ich mache das ganz gerne so, dass ich erst einmal lang steppe und dann das Ganze nochmal mit einem Zickzackstich versäume. Und da gibt es auch einen kleinen Trick, den ich euch dann gleich zeige, wo vielleicht andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Aber jetzt soweit, erstmal wollen wir das zunehmen. Ich fange ungefähr da an, wo ich mit der Tunnelzugnaht aufgehört habe. Und ihr näht das Ganze übrigens ja, so 10 mm, also 1 cm von der Seite immer zu. Das ist, denke ich, optimal. Da habt ihr auch wenig Platzverlust, wenn man das überhaupt bei 1 cm sagen kann. Aber gut, nehmen wir das Ganze mal zu. Auch wirklich hier mehrmals vor und zurück. So, das wäre jetzt diese Markierung. Einmal vor, einmal zurück. So. Und das ist jetzt ein bisschen unkonventionell. Einmal kurz rausziehen. Dann müsst ihr den Faden nicht extra abschneiden und dann geht es weiter auf der anderen Seite der Markierung. So, wenn es an die Ecke kommt, dann einmal das Füßchen am besten hoch mit der Nadel drinne. So ist es am optimalsten und dann dreht ihr das Ganze. Und dann könnt ihr dann hier weiternehmen. Füßchen wieder runter. So, und jetzt kommt Trick 17 von Hannes. Füßchen einmal kurz hoch. Dann stellt ihr auf Zickzackstich. Und dann geht es wieder zurück. Jupp, das war's. Erstmal. Kommen wir jetzt zu der Stelle, die wir vorhin ausgelassen haben. Das kann auch ein kleiner Faden. Und zwar dreht ihr jetzt einmal den Beutel nach außen. Und dann sucht ihr euch die Stelle, wo wir die Naht offen gelassen hatten. Und dann nehmt ihr eure Baumwollkordel und führt die einmal in das Loch rein. Am besten beide Enden. So, und einmal ein bisschen zusammenziehen und dann zieht ihr das Ganze wieder zurück auf die Innenseite. Dort haben wir die beiden Enden. Am besten ein bisschen weiter draußen lassen, ungefähr 1,5-2 cm. Und dann machen wir das Ganze jetzt wieder zu. Erst mit dem Steppstich und wirklich dann auch hier mehrmals drüber fahren. Oder viermal sollte reichen, damit die Naht hält. Es kommt natürlich auch darauf an, was ihr für einen Garn nehmt, aber generell sollte Baumwollgarn reichen. So. Und dann machen wir hier nochmal einmal einen Zickzackstich drüber. Ist der Beutel fertig soweit. Ich hoffe, euch hat diese kleine Nähanleitung gefallen und ich hoffe, euer Exemplar sieht ein wenig besser aus als meins. Das passiert, wenn man eine zu kurze Baumwollkordel nimmt, dann gibt das Ganze hier eine schöne Wölbung. Deswegen am besten 1,50 Meter Baumwollkordel nehmen und nicht so wie ich 1,40 Meter nur haben. Was ihr noch machen könnt, ist euch unten aus T-Shirt-Transferfolie noch ein Etikett draufkleben. Ihr könnt die auch selber machen am PC und dann auf T-Shirt-Folie drucken. Denkt dran, dass manche T-Shirt-Transferfolien spiegelverkehrt ausgedruckt werden müssen. Und auf dieser T-Shirt-Folie
beziehungsweise auf diesem Etikett, was dann hier unten in die Ecke kommt, könnt ihr dann draufschreiben, was das für eine Puppe ist. Und falls ihr die mal irgendwo vergesst, wäre es natürlich auch noch ideal, wenn ihr eure Telefonnummer drauf schreibt, dass man euch dann kontaktieren kann. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch oder Daumen runter. Freut mich natürlich nicht so. Nun gut, wenn es euch nicht ganz so toll gefallen hat, dürft ihr mir das gerne in den Kommentaren mitteilen. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal reinklickt. Bis dahin, ciao, euer Hannes.